Der BBW Adventskalender, der Poho Podcast. Türchen 21. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer selbst schon mal ein Weihnachtsessen auf die Füße gestellt hat, weiß, wie stressig das sein kann. Damit ihr wisst, wie Mise en Place und Amuse-Gueule richtig funktionieren, haben wir heute Tipps für euch direkt aus der Profiküche. Viel Spaß! So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich bin Heiko Ressel, ich bin hier der Chefkoch und Leiter des Waldhaus-Restaurants und habe heute die schöne Aufgabe, euch ein paar Tipps zu geben, wie man ein Weihnachtsmenü zu Hause erstellen kann und im Kreis seiner Lieben diesen Abend zusammen verbringen kann. Neben mir sitzt meine liebe Kollegin, die Frau Veronika Görges. Die ist seit einem Jahr meine linke und rechte Hand hier im Waldhaus-Restaurant und wird mich bei dem jetzt ein bisschen unterstützen. Hallo, liebe Zuhörer. Oft werde ich als Koch gefragt, wie ich denn ein Weihnachtsmenü zu Hause kreieren würde und was ich denn anders machen würde als jemand, der das nicht beruflich tut. Euch jetzt an dieser Stelle irgendwelche Rezepttipps zu geben, halte ich für nicht sinnvoll. Denn diese Rezepttipps könnt ihr in Kochbüchern und im Internet jederzeit nachrecherchieren. Und auf YouTube gibt es einen Haufen Filme, Videos, in denen ihr sehen könnt, wie ihr ein Weihnachtsbraten, eine Weihnachtsgans, ein Menü gestalten könnt halt. Und ich denke, das ist der bessere Weg, sich sowas anzueignen. Was ich aber wohl machen kann, ist ein bisschen drüber zu sprechen, wie es für mich ist, wenn ich als Gast irgendwo eingeladen bin und ich sehe, Leute geben sich Mühe, Gastgeber zu sein und vielleicht ein bisschen auch zu erzählen, wie es bei mir früher war und was ich auch da in Erinnerung behalten kann. Ich denke mal, ich fange an zu erzählen, wie es meine Eltern früher gemacht haben. Mein Vater ist ein ambitionierter Hobbykoch gewesen und hat sich dann immer sehr viel Mühe gegeben, ein schönes Weihnachtsessen zu kochen. Dadurch, dass er sehr ehrgeizig war, ist das meistens mit sehr viel Stress verbunden, der, wie ich dann später in meiner Ausbildung gelernt habe, gar nicht nötig ist. Wie man diesen Stress vermeiden kann und was ich als gelernter Gastronom heute ein bisschen anders machen kann und machen würde, das möchte ich euch jetzt gerne erzählen. Aber Veronika, wie war es denn bei Ihnen? Was ist denn Ihre Vorstellung von einem Weihnachtsabend im Reim der Familie? Kochen Sie selber da? Und wenn ja, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, die Sie dabei haben? Also gekocht wird immer bei meinen Eltern. Da die Küche bei mir zu Hause immer sauber bleiben soll zu Weihnachten, da es ja immer viel stressig ist in der Weihnachtszeit. Aber tatkräftig unterstützt wird Mutti sowieso immer von mir. Ich mache halt, wie gesagt, immer einen schönen Salat, damit sie nicht alles machen muss. Und Mutti bereitet einen Abend vorher immer schon die Gans vor. Ja, der Ansatz ist schon mal ganz gut. In der professionellen Küche und in einem Restaurant ist es nicht so, und das kann sich vielleicht jeder vorstellen, dass wir mit der Arbeit anfangen, wenn die Gäste kommen. Das meiste ist bereits lange im Vorfeld geschehen. Im Restaurant ist der Gastraum geschmückt, die Tische sind eingedeckt und jeder Handgriff, den man vorbereiten kann, ist bereits getan. In der Küche gibt es ein Wort, mise en place ist alles, und das bedeutet, alles, was irgendwie vorzubereiten ist, wird vorbereitet. Das Gleiche würde ich auch jedem empfehlen, der dann zu Hause kocht. Des Weiteren würde ich empfehlen, immer nur das zu kochen, was man kochen kann, was man gerne kocht und sich nicht zu viel vorzunehmen. Es sollte jedem klar sein, dass die Arbeit, die sonst ein ganzes Küchenteam verrichtet, von einem alleine selten geschultert werden kann. Ich möchte das anhand eines kleinen Menüs, was ich mir jetzt mal so ausgedacht habe, was ich jetzt vielleicht für meine Verwandten kochen könnte, wenn ich zu Hause koche, einmal erklären, wie ich das meine. In einem Restaurant werden die Gäste zum Tisch geleitet und sitzen da und dann haben sie eine Erwartungshaltung und sie haben Hunger. Aus diesem Grund steht normalerweise auf dem Tisch Brot, Butter, es werden Getränke abgefragt und es werden Appetithäppchen gereicht, solche sogenannte Amuse-Gueule. Der Sinn ist zum einen, dass ich mir ein bisschen Zeit erkaufe in der Küche, um die letzten Handgriffe zu tun, die nötig sind. Und zum Zweiten, um die ganze Situation natürlich ein bisschen zu entspannen. Genau das kann ich natürlich zu Hause tun, halt, wenn meine Gäste kommen. Sollte der Tisch das gedeckt sein. Sollten wir Platz nehmen, sollten auf dem Tisch eben Appetithäppchen stehen, es sollte Brot stehen, Getränke sollte stehen, das sollte alles vorbereitet sein.
Denn wenn ich das anfange, alles zu machen, wenn die Gäste schon da sind, bringt das Unruhe und bringt Stress halt. Und Stress ist genau das, was wir eigentlich an so einem Weihnachtsabend und in so einer geselligen Runde vermeiden wollen. Viel wichtiger ist aber natürlich noch das, was in der Küche bereits passiert sein sollte. Und da kann ich nur jedem empfehlen, sich zu überlegen, welche Handgriffe ich bereits am Vortag machen kann. Wenn ich zum Beispiel so ein kleines Menü erstellen möchte, wie folgendes. Wir möchten machen einen winterlichen Salat. Wir möchten machen ganz klassisch unseren Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen und vielleicht einen Backapfel mit Marzipan, Rosinen und Füllung. Dann gibt es einen Haufen Sachen, die ich bereits am Vortag machen kann. Fangen wir mal mit der Gans an. So eine Gans ist ein recht agiler Vogel zu seinen Lebzeiten und hat deshalb eine sehr lange Garzeit. Daher dieses je nach Größe 3- bis 4-stündige Schmoren, Übergießen. Mein Tipp wäre, die Gans am Vortag in einem geeigneten Topf eine Stunde vorzukochen. Dadurch erreiche ich am nächsten Tag eine kürzere Garzeit und die Wahrscheinlichkeit, dass sie trocken wird, ist deutlich geringer. Klöße kann ich auch am Vortag machen. Und auch wenn man das vielleicht gar nicht so glaubt, bis auf in der Spitzengastronomie gibt es durchaus auch in der gewerblichen Küche Convenience-Produkte, die wir gerne benutzen. Wer gerne Kartoffeln reiben möchte, um frische Klöße zu machen, der kann das natürlich gerne tun. Aber eine frische Kloßmasse aus dem Kühlregal tut es meiner Meinung nach genauso. Ein toller Rotkohl, selbst angesetzt, ist schön. Ein guter Rotkohl aus dem Glas tut es meiner Meinung nach auch. Und wenn ich ihn dann später zum Beispiel mit meinem Gänsefett verfeinere, ist das auch völlig okay für mich. Was ich damit sagen möchte, ist, man sollte sich nicht übernehmen. Für meinen winterlichen Salat habe ich eine Basis. Und dann könnte ich variieren. Ich kann einen winterlichen Salat machen mit Lachs, ich kann ihn mit Parmaschinken machen, ich kann ihn mit Blutwurst machen, ich kann ihn mit Roquefort machen. Und wenn man mehrere Gäste hat, hat man ja oftmals das Problem, dass der eine sagt, ich esse keinen Fisch, der eine sagt, ich esse kein Fleisch, der nächste hat vielleicht eine Nussallergie. Das im Vorfeld alles für jeden Einzelnen zu machen, finde ich keine gute Idee. Was man aber machen kann, einen winterlichen Salat, Blattsalate auf einen Teller tun und die einzelnen Komponenten adrett auf kleine Teller platzieren und das auf den Tisch stellen, sodass das jeder für sich selber machen kann. So habe ich auch zu diesem Aspekt der Erlebnisgastronomie und des geselligen Zusammenseins ein bisschen erfüllt, ähnlich wie man das vielleicht so beim Raclette-Essen macht. Und das Wichtige ist, dass in der Zeit, in der meine Gäste da sind, kein Stress aufkommt. Unser Dessert kann zum Beispiel sein, ein Backapfel mit einer Marzipan-Rosinenfüllung, Vanillesoße und Eis. Auch hier muss ich mich nicht unbedingt hinstellen und muss zum Beispiel das Eis selber machen oder die Vanillesoße. Auch da kann man schöne Produkte fertig kaufen, kann sie ein bisschen aufmontieren, aufpeppen und dann wäre das für mich auch okay. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man durch die Kombination von Vorbereitung Sachen, die man zukaufen kann, durchaus ein ambitioniertes Gericht kreieren kann, ohne sich selber zu überfordern oder dass zu viel Stress aufkommt. Denn die Weihnachtszeit ist sowieso schon die stressigste Zeit des Jahres. Grundsätzlich würde ich jedem raten, der Gastgeber an so einem Abend ist, sich vorher gut zu überlegen, ob seine Möglichkeiten, was die Kochkunst angeht, ausreichen, das zu machen, was er gerne machen möchte, ob die Möglichkeiten der Küche dafür ausreichen. Planung ist immer hilfreich und auch in dem Falle sich überlegen, was kann ich am Vortag zubereiten, was ist wirklich besser, wenn ich es selber koche, was kann ich dazu kaufen und dann als Gastgeber auch entspannt den Abend mit seinen Gästen verbringen zu können. Denn das ist das, denke ich mal, was mir zumindest oft auffällt, dass die Gastgeber selber die ganze Zeit gestresst sind und dieser Stress sich dann auch auf die Gäste überträgt. Und das ist meiner Meinung nach nicht nötig. Ich hoffe sehr, dass diese kleinen wenigen Tipps vielleicht ein bisschen hilfreich für euch waren und wünsche euch mit meiner Kollegin zusammen eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten! Na, das war doch wieder interessant. Wer mehr über unseren Standort in Strausberg erfahren möchte, besucht uns auf www.ebw-ostbrandenburg.de. Wir verabschieden uns für heute und freuen uns auf morgen. Bye, bye.